Sie wollen einfach alles direkt. Ciao. Die Leute wollen dich sehen. Jetzt haben wir dich. Sehr schön aufgepumpt, Mann. Aber deine Brust, muss ich auch sagen, hätte ich gerne. Echt krass. Ja, guck mal, du hast Schultern trainiert, jetzt nur ein bisschen aufgepumpt durch Liegestütze. Ja, noch mal ein bisschen was zum Ende. Schön langsam. Ja. In die Dehnung gehen, damit man die Fasern richtig aufreißen und dass man da wenigstens nochmal so einen Kick gibt, ja, in Richtung anständigen Reiz. Bin ich auch der Meinung. Ja. Wie gesagt, normalerweise bin ich gar nicht so der Fan von Posing. Nee. Ja, aber guck mal, das ist unser Sport. Du machst es ja auch für deinen Körper und dann kannst du auch stolz darauf sein, weil vor allem, wenn du so guckst, 95% der Leute würden so gerne so einen Körper haben. Ja, aber wie gesagt, das stimmt schon, aber es ist halt nicht mein Charakter, weißt du? Ich muss halt, ich muss nicht unbedingt den Leuten es irgendwie unter die Nase reiben oder sowas. Ja, völlig okay. Das ist vielleicht für den einen oder anderen eine Art Motivation, aber... Ich muss jetzt nicht irgendwie den Leuten unter die Nase reiben. Hier, ich habe keine Ahnung, 40er Oberarm oder klasse Sixpack oder weiß nicht was, klasse Brust. Das ist immer... Ist halt nicht deine Persönlichkeit, ne? Jeder muss bleiben, wie er ist, ne? Ja, das hat... ich finde, das ist auf eine gewisse Art und Weise vernünftiger. Da kann man sich natürlich drüber streiten. Jeder hat da eine andere Mentalität. Der eine muss, keine Ahnung, jede Woche irgendwie ein Body-Update machen, Flexing oder so ein Scheiß. Oh, der war krass. Du zeigst es nicht, aber du hast es drauf. Das ist halt, ja, aber gibt's doch zu Hause vorm Spiegel alleine? Bisschen Motivation holen oder auch nicht so? Nee, auch nicht. Also echt? Okay, heftig. Also ich muss zugeben, ich gucke mich jeden Abend nach dem Duschen vorm Spiegel an, gucke, was ist da heute gegangen. Echt? Ja. Mir gar nicht. Also was ich immer mache, das muss ich zugeben, ich packe mir halt manchmal an den Bauch und gucke, okay, wie viel Speck hast du am Bauch, ne? So. Selfmade-Kaliper-Methode ist es mehr oder weniger geworden. aber das war es jetzt auch schon. Ne? Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie alle paar Tage irgendwie seinen Oberarm oder sowas misst, auf gar keinen Fall. Ja. Oder irgendwie... seinen Körperfettanteil misst oder so, aber jeder hat halt einen anderen Fokus auf sein Training. Der eine will halt unbedingt auf die Bühne, das ist ja aktuell wirklich sehr, sehr beliebt, dass viele Leute in den, ich sag jetzt mal, Amateurbereich möchten und irgendwie einen Pokal zu Hause stehen haben wollen. Ja. Meinst du das halt nicht? Ich mach's halt wegen der Gesundheit. Und merke, dass es mir einfach gut tut. Ne? Ja, sehr gute Einstellung. Sehr ehrliche Worte finde ich auch gut. Wenn ich mich da mal kurz einmischen dürfte. Ja klar, Nils, wir hören dir immer gerne zu. Ich schließe mich da an. Ich habe jetzt in der ganzen Zeit, wo ich meinen YouTube-Channel habe, tatsächlich nur ein Posing-Video hochgeladen, damit die Leute mal sehen, mit wem sie es überhaupt zu tun haben. Aber ich finde, dass auch das gerade das Gegenteil bewirken kann, wenn man sich wirklich zu oft im Spiegel begutachtet. Weil da kann es echt mal sein, wenn du mal einen Tag schlecht in Form bist, dass es total an dir zerrt. Das stimmt. Das stimmt, ja. Und deswegen, ich bin auch der Meinung, jeder sollte es so machen, wie er denkt. Ich bin persönlich auch nicht der Typ, aber es muss jeder für sich selbst entscheiden. Genau, wie jeder individuell sein Training gestaltet, muss auch individuell damit umgehen. Und damit muss man dann aber auch mit einer dementsprechend passenden Reaktion rechnen. Das Schlimme ist, was ich halt finde, was auf YouTube sehr, sehr verbreitet ist, dass die Leute immer nach dem Optischen gehen. Ja. Dass sie denken, der Typ hat viele Muskeln, also muss er unbedingt Ahnung haben. Sobald du krass aussiehst, kriegst du viele Abos. Ne? Genau, genau. Beziehungsweise, du kriegst nicht viele Abos, aber die Leute... Aber es hilft schon. Der sieht krass aus, der muss Ahnung haben von dem, was er erzählt, weil die Ergebnisse zählen ja. Genau. Ja, die Ergebnisse zählen, aber das darf man nicht pauschalisieren. Ich nehme immer als Beispiel einen Marathonläufer. Marathonläufer sind sehr, sehr dünn. Ne? Also, das soll jetzt gegen keiner Marathonläufer gehen oder sowas, aber man könnte fast sagen, die sehen sehr, sehr abgemagert aus, aber das hängt halt mit dem Sport zusammen. Genau. Und Marathonläufer sind Extremsportler. Die laufen 42 Kilometer in 2,5 Stunden und das ist eine enorme Leistung, Leute. Dafür muss man sehr, sehr viel trainieren, man muss seinen Körper sehr, sehr gut kennen, man muss wissen, wie ernähre ich mich vor dem Laufen, wie viel trinke ich während des Laufens und das macht dann halt die sportliche Erfahrung aus. Ne? Und man darf nicht immer nur nach dem Äußerlichen gehen. So wie ich jetzt aussehe, sehe ich seit 1,5 Jahren aus, weil ich vorher einen ganz anderen Fokus gesetzt habe. Ne? Ja. Ne? Was hast du für eine schöne Tätowierung dahin? Ein R für Raphael? Oder wie lange siehst du denn schon so aus, Daniel? Wie so, jetzt? So grün? Ja.
Also gehen bei dir noch Fortschritte, so optisch? Wenn ich hoffe. Also, ja, sonst würde man ja aufgeben. Ne? Richtig, nee. Also ich finde, das ist sehr schwierig zu sagen. Ich hoffe, da geht noch einiges. Und wenn es so ist, dann freue ich mich.